Nein, bleib sitzen. Ich brauche die Biometriedaten eines hochrangigen SIRS-Officers. Augen und Finger. Für Spionage-Kapriolen ist keine Zeit. Bitte nicht so laut. Die Daten waren verschlüsselt. Ist das alles? Bagley kann die cracken. Nicht schneller als ich, und ich hab's versucht. Unmöglich in der Zeit, die uns bleibt. Also, wenn ihr mir nicht helft, gewinnt Zero Day. Und dann sterben wir alle. Fuck, ey. Also, einen Finger abschnippeln? Nein. Hochauflösende Fotos tun es auch. Es muss die Verbindungsperson beim Innenministerium sein. Und der SIRS vernichtet bei einem Angriff ihre Zugangsdaten. Das ist Vorschrift. Also bleibt uns nur die altmodische Tour. Waterboarding? Oh Mann, nein. Eine Beziehung aufbauen. Bringt jemanden in die Nähe, der dann heimlich Fotos macht. Sauber. Genau mein Ding. Dieser Teil des Jobs wird hässlich. Schickt jemanden, der das hinkriegt. Bagley, ein wenig Unterstützung bitte. Ich schlage vor, dass du mit der SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium so Freundschaft schließt wie sonst auch, indem du dich brennend für jede Einzelheit ihres Lebens interessierst und nicht locker lässt. Red weiter. Die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium ist die Brücke zwischen Regierung und Geheimdienst. Ihr Büro in der Downing Street wäre ein guter Ort, um Freundschaft zu schließen. Dann ist der nächste Schritt klar. Hier arbeitet die SIRS-Verbindungsfrau im Innenministerium. Aber ich sehe im Überwachungsnetz nur ihre Assistentin. Hack die erstmal. Verstanden. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja, das stimmt. Nein, 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 nein. Das ist wundervoll. Ja. Ja. Bitte. Nicht. Gemeinsam sind wir stark.
Menschen müssen Albion gehorchen. Albions Befugnisse sorgen für sie. Die Zielperson ist gesichert. Hier ist niemand. Ich suche woanders. Nichts in der Umgebung. Ich suche weiter. Keine Spur. Gesichert! Okay, ich suche weiter. Ich suche das Gebiet. Bis jetzt nichts. Ja. Das reicht. Ich mach dich fertig. Werde beschossen! Ich wurde entdeckt. Ich muss weg! Sieh dich um, da muss etwas sein. Jetzt komme ich bestimmt in die Hölle. Entscheid dich! Auto oder Sarg? Das sehe ich mir an. Der Verdächtige war gerade noch da. Los, Knappe! Das sehe ich mir an. Hol mal ihn raus.
Auto oder Sarg? Es fallen Schüsse! Ich hol ihn mir. Er war da drüben. Sucht weiter. Verdammt! Hab sie. Download abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Wir haben den Verdächtigen verloren. Nehmen die Streife wieder auf. Ich hab's. 16 E-Mail-Unterhaltungen deuten darauf hin, dass unser Kontakt im Innenministerium eine Schnapsdrossel ist. Sie verbringt ihre meiste Zeit im Three Hawker Boys. Wenn du sie verführen, eine Beziehung mit ihr anfangen willst, wäre das ein guter Ort. Markier's mir doch bitte auf der Karte, ja? Erledigt. Ja, aber natürlich. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist okay. Ja. Hey, wollen wir spielen? Na klar. Ja. So gut auszusehen ist illegal, du bist festgenommen. Nein, sorry, ich fang nochmal an, ja? Wenn du schon bei einem Satz so einen Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei zwei machst. Mach's gut. Trink was mit mir.
Vielleicht zaubert das ein Lächeln auf dein hübsches Gesicht. Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Oh, fick dich. Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. Ich lerne noch die Nuancen menschlicher Interaktion. Aber meine Analyse sagt mir, dass du nicht ihr Typ bist. Du sagst es, Schwachkopf. Hör auf zu jammern. Es gibt einen Haufen Fische im Meer und wir haben das größte Salzwasser-Aquarium in der Stadt. Wenigstens einer unserer Fische sollte doch fickbar sein. Red weiter. Probier einfach jemand anderen. Vielleicht diesmal eine Frau. Hey, sag mal, haben wir uns nicht bei diesem Invite gematcht? Wenn nicht, lasse ich den Geschäftsführer umbringen. Lieber nicht, das habe ich mir bloß ausgedacht, okay? Ach, sei vorsichtig, wen du anflunkerst. Fast wäre jemand gestorben. Ganz ehrlich? Wäre es wahrscheinlich wert gewesen. Ja, sollen wir diese Unterhaltung nicht an einen etwas privateren Ort verlegen? Meine Güte, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Hast du noch andere Geheimnisse? Gib mir die Lampe und schließ die Augen. Ich zeig's dir. Hast du die biometrischen Daten bekommen? Ja, natürlich. Mit der Lampe eins übergezogen und dann konnte ich so viele Fotos machen, wie ich wollte. Fantastisch. Und jetzt? Anscheinend musst du die List noch ein bisschen aufrechterhalten. Der Upload läuft noch und unsere Kontaktperson meldet sich gerade. Gib sie mir. Schluss mit dem Scheiß. Wer zum Teufel bist du? Arbeitest du für die Russen? China? Die scheiß USA? Konntest du das nicht an meiner Lampenzerschmettertechnik erkennen? Oh, halt's Maul. Upload abgeschlossen. Malik ist in der Leitung. Er wird sicher ausgesprochen dankbar und höflich sein. Das sollte ausreichen. Treffen wir uns an der Westminster Abbey, um die Ergebnisse zu besprechen. Und eins noch. Deine Leistung war etwas besser als erwartet. Sollte das ein Kompliment sein, Kumpel? Er hat die Verbindung getrennt. Am Arsch. Ausgewählt. Bist du bereit? Na, ich habe immer Zeit für Action. Westminster Abbey, der letzten Ruhestätte des bekannten Cousinenfickers König Edward I. Ist das wirklich relevant, Bagley? Schon, wenn du seine Cousine bist. Ich muss gehen.
Hab seit 76 Stunden nicht geschlafen. Ich kann das nicht. Du bist nur müde. Nein, ich habe Angst. Ich weiß, wer Zero Day anführt und ich kann sie nicht besiegen. Das musst du auch nicht. Wir brauchen nur einen Namen. Das war keine Frage. Okay. Ich werde dir vertrauen. Laut meinen Analysen ist Zero Days Kopf die derzeitige Anti-Terror-Abteilungsleiterin des CERS, Emma Child. Angeblich ist sie der Grund, dass Gorbatschow 1991 den Coup überlebt hat. Darüber hinaus ist sie meine Freundin. Vor vielen Jahren war sie die Mentorin bei meiner ersten Mission. Und das wird sie bald bereuen. Halt. Halt. Es könnte immer noch falsch sein. Nehmt ihr Emma ins Visier und ich irre mich. Kriegt ihr es mit ihr und Zero Day zu tun? Unternehmt nur was, wenn sie es auch ist. Wir passen auf. Seid euch sicher. Sonst sind wir tot. Wer hat Lust auf ein... Ich stimme einem Berufsschnüffler ungern zu, aber Malik hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Wir legen uns hier mit der Antiterrorismus-Chefin des CERS an. Keine Sorge, Darling, wir werden nichts überstürzen. Emma Child ist nur eine Spur, bis wir mehr wissen. Okay, damit kann ich leben. Also, wie finden wir sie? Über ihre Untergebenen. Bagley, filtere die CERS-Dossiers nach Childs Team und hacke ihre Kommunikation. Erledigt. Boah, du bist aber schlau. Aber wir können nicht darauf warten, dass sich jemand verplappert und Emma Childs Position verrät. Wir müssen provozieren, dass sie sich mit dir treffen wollen. Also brauchen wir was Großes. Eine klassische DedSec-Nummer, die ihnen eine Scheißangst einjagt. Emma Child ist die Antiterrorismus-Chefin des SIRS und koordiniert die Zusammenarbeit mit Albion im alten MI6-Gebäude. Wenn wir also einbrechen und eine Nachricht hinterlassen, die sie erreichen wird... Klingt gut. Dann legen wir los. Das ist das alte MI6-Gebäude, einer der bekanntesten Geheimdienste der Welt. Jetzt, dank des SIRS, nur noch das dunkle Herz jedes Geheimplans und jedes Coups in ganz Europa. Also eigentlich kein großer Unterschied. Ich hoffe, ich habe den Mund da nicht zu voll genommen. Bagley, jag ihm keine Angst ein. Du musst nur den Hauptserverraum finden und uns verbinden. Wir erledigen den Rest. Du schaffst das schon. Das Nichtbefolgen der Anweisungen von Albion-Mitarbeitern.
Wand. Es wird keine Einigung geben. Die Sache wird vor einen Richter gebracht. Mist! Unbefugte Abschaltung! Ich hab was gehört. Hört das jemand?
der Datenserver. Verbinde Bagley und wir kümmern uns darum. Verstanden. Schnelles Missionsupdate. Aber versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Auf keinen Fall. Rück's raus. Tja, da du mir nichts versprochen hast, kann ich dir keine Details nennen. Nur so viel. Da sind scheiß viele Albion-Schläger unterwegs zu dir. Sehe Entdeckung. Was mache ich bloß? Was? Willst du mit so jemandem kämpfen? Position! Hier wird's hören. Ich kann das nicht. Ziel getroffen. Was tue ich bloß hier? Und fini. Ewige Scheiße. Ich bin echt froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Richtig gute Arbeit, Mann. Verzieh dich jetzt. Wir sagen Bescheid, wenn wir was haben. Ich gehe rein. Dort war er doch eben noch. Sucht alles ab. Augen auf. Sucht alles ab. Es hört nicht auf. Sieh dir das an, dein Plan hat funktioniert. In Emma Childs Organisation brummt es lauter als in einem Wespennest. Das ging ja flott, was? Eventuell habe ich allen in Childs innerem Kreis Aufnahmen von deiner kleinen MI6-Aktion geschickt, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Ist das sicher? Nein, nicht wirklich. Aber du bist ein gewalttätiger Rebell, der in einer bunten Maske rumrennt, Söldner vermöbelt, geheime Informationen stiehlt und durch Straßencafés fährt. Definiere sicher. Schätze, das stimmt. Wie machen wir jetzt weiter? Eine kleine Gruppe trifft sich mit Emma Child in einem Parkhaus. Sie haben die Überwachungskameras abgeschaltet, aber wenn du mich mit dem CTOS-Hub des Gebäudes verbindest, kann ich sie wieder einschalten, weil ich nämlich clever bin. Dann ist der nächste Schritt klar.